Inzwischen bringt Jim Lansdale Ken und sein Team zu einem anderen Ort. Irgendjemand hat die Futtergestelle aus dicken Plastikrohren umgerissen. Jim ist sich sicher, Jäger waren es nicht. Und der Verursacher muss groß und stark gewesen sein. Lange hatte er große Futtergestelle mit Metalldeckeln. Sie wurden abgerissen und über 10 Meter weit weggeschleudert. Deswegen glaubt er, dass auf seinem Grund etwas Ungewöhnliches lebt. Ein Waschbär oder ein ähnliches Tier hätten diese Futtergestelle nicht so zurichten können. Ob man nun an Bigfoot glaubt oder nicht, irgendein Tier sucht an diesem Bach nach Futter. Und ein Bär ist es nicht. Was es auch ist, es ist intelligent genug, sich nicht erwischen zu lassen. Auch nicht von der Kamera. Die Leute verstehen nicht, dass es kein Foto gibt. Wir hatten die Kamera in den Bäumen versteckt. Aber es ist, als wüsste er, wo die Kamera ist. Auch wenn Jims Suche mit der Kamera bislang kein Erfolg war, so glaubt er doch, die Kreatur zufällig auf einem Foto erfasst zu haben. Hier sind mein Hund und mein Jeep. Da stehen zwei Wesen. Man sieht Arme. Man sieht Arme, Beine und Köpfe. Das hier steht seitlich. Es sieht mich an. Ich habe den Ort untersucht. Das waren keine Baumstümpfe. Er beobachtet einen stundenlang. Er hat zu Hause keinen Fernseher. Ihr seid sein Unterhaltungsprogramm. Als Ken Gerhard und sein Team das Lager aufschlagen, beschleicht sie das Gefühl, dass sie beobachtet werden. Ich hoffe, ich bekomme ein Bild von einem Bigfoot. Das ist natürlich schwierig. Wir versuchen, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Aber wir haben die Technik dafür. Wir lassen den Fisch hier liegen. Ich habe auch eine Videokamera und Primatenpheromone dabei. Und Dinge, die wir in die Bäume hängen. Sie stellen Fallen auf und erkunden den Wald. Ihre Sinne sind angespannt. Sie glauben, dass sich irgendetwas in der Dunkelheit versteckt. Wir horchen, ob wir irgendetwas Ungewöhnliches hören, das nicht von einem Wildtier aus Louisiana stammt. Wir suchen nach Spuren, wie Haaren, mit denen er sein Revier markiert. Es ist wie an einem Tatort. Wenn man sich so verhält und jeden Stein umdreht, findet man manchmal etwas Interessantes. Wir versuchen, ein Gefühl für dieses Gebiet zu bekommen, für die Geräusche und Gerüche. Ein seltsamer Laut versetzt sie in Alarmbereitschaft. Das war ein ganzes Stück weg. Horchen wir eine Minute. Ich will wissen, ob es wieder verschwindet. Es kam aus dieser Richtung, wo unsere Fallen stehen. Das glaube ich auch. Man sieht nur schwer hindurch, auch mit einer starken Lampe. Schon 5 Meter weiter sieht man nichts mehr. Sie sind sich nicht sicher, was sie gehört haben. Doch auch das, was sie nicht hören, deutet darauf hin, dass da draußen etwas ist. I've heard some very
In der Geräuschkulisse der Nacht gab es einige seltsam stille Orte für diese Art von Wald. Bis jetzt habe ich noch nicht viel gesehen. Aber ich habe in diesem Wald so ein komisches Gefühl. Etwas Geheimnisvolles liegt hier in der Luft. Und dieses Gefühl wird noch stärker, als sie erfahren, dass es in einem anderen Teil des Waldes eine Begegnung mit Bigfoot gegeben haben soll. Chester hat uns am Funk berichtet, er hätte gehört, wie von dort drüben etwas heraufkam. Ken, Lee und Derek laufen in Richtung des anderen Teams. Sie hoffen auf dem Weg dorthin, das Rätsel für immer zu lösen. Es ist Nacht. In einem abgelegenen Jagdrevier durchkämmen diese Männer den Wald. Und sie sind nicht auf der Jagd nach Hirschen. Wir sind in Monster Central. Und Ken Gerhardt und sein Forscherteam sind auf der Suche nach Bigfoot. Chester Moore hat von einer möglichen Begegnung berichtet. Ken Gerhardt, Derek Snell und Lee Hales laufen in seine Richtung, um selbst noch einen Hinweis zu finden. Der Revierbesitzer, Jim Lansdale, hat ihnen versichert, dass hier im Wald keine großen Raubtiere leben. Weder Wölfe noch Rotluchse oder Bären. Doch irgendetwas Großes hat diesen Weg genommen. Und den Spuren nach war es kein Vegetarier. Eine Menge Haare. Es scheint alt zu sein. Der hat viel Faseriges gefressen. Haare. Es ist ein Raubtier. Ein Fuß. Die Menschen lachen über Exkremente, verbringen aber ihr Leben damit, sie zu untersuchen. Sie enthalten viele Informationen. Sie liefern wichtige Hinweise. Eine kleine Hand, schaut. Das war ein kleiner Nager, ein Schneidezahn. Wenn wir weitergehen, finden wir vielleicht den Rest von dem Tier. Ich glaube, wir werden abgeholt. Zurück zum Camp. Wieder was gelernt. Jim Lansdale und Chester Moore kommen aus einem anderen Bereich des Reviers zurück. Chester hat viel zu erzählen. Ich folgte einem der Bastarde 200 Meter weit. Es waren gleich zwei. Wo sind sie hin? In Richtung Camp. Nach Südosten. Das war kein Hirsch, Schwein oder Rind. Es war ein Zweibeiner. Was Chester auch gehört hat, es konnte in die Dunkelheit entkommen. Auch der Zoologe Lee Hales ist mit der ersten Pirsch zufrieden. Wir haben an diesem Tag ein Gefühl für das Gebiet und die Tiere hier bekommen. Sehen wir mal, was morgen herauskommt. Ich hoffe, wir sehen eine dieser Kreaturen. Dafür sind wir schließlich hier. Wenn nicht, haben wir hoffentlich einen schönen Tag und finden Spuren oder Hinweise auf das, was wir hier suchen. Dass sie Bigfoot nicht gesehen haben, schmälert die Begeisterung und Vorfreude von Ken Gerhardt nicht. Ehrlich, mich haben die ganzen Hinweise und alles, was ich gelesen und gehört habe, überzeugt. Auch wenn ich die visuelle Bestätigung dafür noch nicht erhalten habe. Ich bin immer etwas skeptisch, solange ich es nicht mit eigenen Augen gesehen habe.
Schon deswegen will ich einen sehen, um 100% sicher zu sein. Frühmorgens in einem Kiefernwald in Louisiana. Für den Monsterjäger Ken Gerhardt beginnt ein neuer Tag. Er soll ihm die Begegnung mit dem legendären Bigfoot bringen. Laut Revierbesitzer Jim Lansdale wäre es nicht die erste. Er selbst und seine Familie haben Bigfoot bereits mehrmals gesehen. Das ist Tag 2 unserer Expedition in Monster Central. In diesem Gebiet hat Jim einige Beobachtungsstände eingerichtet. Hier soll es bereits einige Sichtungen gegeben haben. Vor 1,5 Monaten sah sein Sohn einen hier in der Nähe. Wir stöbern ein bisschen herum. Vielleicht finden wir dort am Windbruch Spuren. Untrainierte Augen würden diesen Reisighaufen einfach übersehen. Doch Ken Gerhards Neugier ist geweckt. Das sieht aus wie ein Bigfoot-Nest. Ich habe so etwas schon öfter gesehen. Vielleicht ist es ein Unterschlupf dieser Wesen zum Schutz vor dem Wetter. Ich erkenne hier keine Haare oder sonstige Spuren. Jetzt sehe ich mir das Umfeld an. Vielleicht finde ich irgendetwas. Interessant. Etwa 30 Zentimeter. Das ist der beste Abdruck, den ich je gesehen habe. Das sieht aus wie eine Spur. Keine Zehen, aber eine Ferse. Das ist ein Fußabdruck. Und ziemlich nah an dem Nest dort drüben, das wir da gefunden haben. Jim Lansdale hat mir erzählt, dass viele der Abdrücke, die er hier gefunden hat, diese krumme Form aufweisen. Als wäre ein Tier auf dem Außenrist gelaufen. Auch das ist interessant. Das ist mein Stiefelabdruck. Bigfoot-Forschung bedeutet beobachten und von allem Ungewöhnlichen Notizen machen. Zu den ungewöhnlichen Dingen, die Ken Gerhardt und die anderen Bigfoot-Jäger gefunden haben, zählen sogenannte Formationen, die scheinbar nicht natürlichen Ursprungs sind. In diesem Revier gibt es eine ganze Menge davon. Deshalb fragt er Lee Hales nach seiner wissenschaftlichen Meinung. Besonders diese speziellen Formationen fallen mir auf. Dieser Baumriese wurde am Fuß in einem genauen 90-Grad-Winkel gefällt. Dafür muss man ihn tatsächlich genau hier erwischen. Sonst würde er anders liegen. Sehr seltsam. Die Formationen sind ungewöhnlich. Und auch Lee Hales ist mit seinem zoologischen Wissen am Ende. Es gibt nichts in der Natur, das etwas in der Form zusammenfügen würde. Sie sind ziemlich groß. Ich sehe keine Zweige, die das erklären könnten. Jede Tätigkeit eines normalen Tieres kann man hier ausschließen. Hat jemand eine Erklärung dafür gefunden? Hat es jemand analysiert? Nicht, dass ich wüsste. Vermutlich kennzeichnen sie so ihre Wege oder setzen Zeichen. Wir bezeichnen sie daher als Markierungen.
Das ist sicherlich nichts, was man so sonst irgendwo in Nordamerika findet. Sind es natürliche Gebilde oder Wegweiser eines Wesens von überdurchschnittlicher Stärke und Intelligenz? Ken Gerhardt und Lee Hales hoffen, die Antwort in der zweiten Nacht im Wald von Monster Central zu finden.